Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute zum letzten Vortrag in unserer Reihe Bamberger Buchgeschichten, die wir, wie Sie wissen, in Kooperation mit der Volkshochschule Bamberg-Stadt, der Universität Bamberg, dem Zentrum für Mittelalterstudien und dem Kolloquium Historicum Würzbergense und dem Historischen Verein Bamberg veranstalten. Es ist der letzte Vortrag in einer Reihe, die diesmal 12 Vorträge umfasste, mit Themen von mittelalterlichen Handschriften, Musikhandschriften, über die Seuchen und Epidemien bis hin heute zu E.T.A. Hoffmann und Julius von Soden. Damit ist der Vortrag nicht nur der letzte in der Reihe, sondern auch ein würdiger Abschluss des E.T.A. Hoffmann-Jahres, dessen 200. Todestag wir ja im vergangenen Jahr, ja, an den wir erinnert haben, mit einer großen Ausstellung in der Staatsbibliothek, mit vielen anderen Veranstaltungen in Bamberg, mit einer langen Hoffmann-Nacht, einer Ausstellung im Historischen Museum mit dem Titel Krakatuk zum Nussknacker. Also ein bunter Reigen von ganz unterschiedlichen Veranstaltungen und Formaten, die Sie im vergangenen Jahr erleben konnten. Unsere heutige Referentin, Frau Annette Schäfer, hat zu diesem Reigen auch beigetragen, indem sie in Schloss Sassanfath bei Hirscheid eine Ausstellung zum Thema Julius von Soden und Hoffmann organisiert und veranstaltet hat. Und Julius von Soden ist ja mit beiden Orten, mit Sassanfath und mit Bamberg sehr eng verbunden. Er wohnte in Sassanfath, hat aber das Bamberger Theater geleitet und auf die Art E.T.A. Hoffmann nach Bamberg geholt. Was die beiden sonst noch verbunden hat und was sie unterscheidet, das wird uns Frau Schäfer heute sicher sehr anschaulich und ausführlich erläutern. Ich darf Ihnen noch Frau Schäfer kurz vorstellen, falls Sie sie nicht sowieso schon kennen. Als häufige Referentin beim CHW ist sie ja immer wieder zu hören, auch mit Online-Vorträgen. Sie hat Kunstgeschichte, Volkskunde und Denkmalpflege studiert in Würzburg und in Bamberg und hat auch Musikwissenschaften daneben betrieben. Germanistik ist also prädestiniert, um ein solches interdisziplinäres Thema wie heute Abend uns vorzustellen. Ihre Magisterarbeit galt einem Thema aus der mittelalterlichen Kathedralarchitektur, Saint-Denis, Aachen und Magdeburg. Danach war sie dann an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg tätig als Geschäftsführerin der Kunst- und Kulturbühne Hirscheid. Und sie ist jetzt seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren zuständig für Kultur und Verwaltung des Schlosses Sassanfath in Hirscheid, auch als Kreisheimatpflegerin des Landkreises Bamberg tätig. In Hirscheid organisiert sie immer wieder Ausstellungen. Im Moment ist auch eine zu sehen, die ein ganz anderes Thema hat, auf die ich noch kurz hinweisen möchte. Fotografien von Manfred Koch ist das Thema. Written on the Walls. Es geht um Graffiti, um U-Bahn-Beschriftungen, Texte im öffentlichen Raum. Und diese Ausstellung können Sie noch bis 23. April in Sassanfath ansehen. Also nutzen Sie ein schönes Frühlingswochenende, wie es vielleicht in absehbarer Zeit auch auf uns zukommt, hoffentlich. Und jetzt wenden wir erst nochmal den Blick zurück ins vergangene Jahr und freuen uns darauf, was Sie uns zu Julius von Soden und E.T.A. Hoffmann erzählen. Frau Schäfer, Sie haben das Wort. Ja, liebe Frau Wagner, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen und auch ein Dankeschön an alle Veranstalter des heutigen Abends, dass ich diese wirklich hochspannende Vortragsreihe heute abschließen darf. Und dann steigen wir doch gleich mal ein in das Leben dieser beiden Herren, Julius von Soden und E.T.A. Hoffmann. Das Jahr 2022 stand, das hat Frau Wagner gerade schon erwähnt, im Zeichen des 200. Todestags von E.T.A. Hoffmann. Der universell begabte Romantiker schrieb, dichtete, malte und komponierte im Stil seiner Zeit und darüber hinaus und saugte die Einflüsse seiner Umgebung auf wie ein Schwamm. In Bamberg ist er vor allem als Musikdirektor des damals noch jungen Theaters in Erinnerung.
Seine Zeit in Bamberg beschrieb er selbst als Lehr- und Marterjahre. Richtig wohl fühlte sich der Freigeist im biederen Bamberg sicherlich nie. Dennoch prägte er die Theaterentwicklung und wurde zu einer der schillerndsten Figuren der Stadtgeschichte. In der Stadt Bamberg, Sie haben es alle mitbekommen, wurde dieses Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen begangen, eben auch mit einer Ausstellung in der Staatsbibliothek. Ganz anders Julius Heinrich von Soden, Reichsgraf und Herr auf Schloss Sassanfath. Auch er dichtete, komponierte und schrieb, stand den Einflüssen seiner Zeit aber oft kritisch gegenüber. Der markgräfliche Beamte und preußische Staatsdiener neigte zu Geiz und Pedanterie und durchlebte tiefe melancholische Phasen. Die Liebe zum Theater war es, die diese beiden so gegensätzlichen Männer 1808 aufeinandertreffen ließ. Soden holte Hoffmann als Musikdirektor nach Bamberg und sie schrieben zwei gemeinsame Schauspiele. Im Folgenden möchte ich Ihnen also zwei ganz extreme Charaktere vorstellen und vor allem auch gegenüberstellen, die zwar gemeinsam arbeiteten, aber sicherlich nicht unterschiedlicher sein konnten. Zwei Zitate habe ich gefunden, die diese beiden so gegensätzlichen Männer ganz gut charakterisieren, und sie stammen von Goethe und von Heine. Johann Wolfgang von Goethe beschreibt den als knausrig bekannten Julius von Soden in seinem Gedicht Des neuen Alcinous, erster Teil, im Jahr 1799 mit diesen Zeilen. Ich zitiere: Der nicht gerne Geld vergeudet, der Direktor Graf von Soden, schickt für jedes Stück mir 14 Stämmchen aus dem besten Boden. Und Heinrich Heine schreibt über E.T.A. Hoffmann, ich zitiere: Hoffmann sah überall nur Gespenster. Er konnte die Toten aus den Gräbern hervorrufen, aber das Leben selbst stieß ihn von sich als einen trüben Spuk. Beide Männer waren Kinder ihrer Zeitumstände, doch jeder von ihnen entwickelte daraus einen anderen Charakter. Das Gedankengut der Aufklärung, eine umfassende Allgemeinbildung, aber auch die Strömung der Empfindsamkeit prägte den einen. Allgemeine Experimentierfreude, Faszination für Technik, aber auch aufkommender Bürokratismus den anderen. Ich möchte Ihnen zunächst Julius von Soden etwas näher vorstellen und der Natur der Sache geschuldet wird er jetzt auch im Folgenden etwas mehr Raum einnehmen, da er derjenige dieser beiden Herren ist, der im Allgemeinen weniger bekannt ist. Ja. 1754 wird Julius von Soden am 4. Dezember als drittes von 8 Kindern des markgräflich-ansbachischen Offiziers Heinrich von Soden und seiner Ehefrau Wilhelmine von Rauber geboren. Nach dem Tod des Vaters 1761 und der Mutter 1766 kommen die 5 überlebenden Kinder in Vormundschaft und werden verteilt. Julius kommt zu Oberhofmarschall Philipp Gottfried Stein zum Altenstein nach Wassertrüdingen. Die Vormundschaft geht äußerst streng mit Zuwendungen um, aber Julius kommt durch die Familie von Stein mit Literatur, Kunst, Musik und Wissenschaften in Berührung. Soden beginnt 1771 ein Studium an der Universität Erlangen, erliegt aber den Ausschweifungen des dortigen Studentenlebens und muss wegen eines nicht näher bezeichneten Vorfalls nach Jena flüchten. Nach einem unerfreulichen Zwischenspiel als Fähnrich beim preußischen Husarenregiment Ostrin in Potsdam wechselt Soden an die Universität Altdorf, wo er dann sein Studium der Rechtswissenschaften gewissenhaft fortsetzt. Nach seinem Studium tritt Soden als Assessor bei der zweiten Kammer des Justizkollegiums der markgräflichen Regierung in Ansbach ein. In den folgenden Jahren steigt er schnell innerhalb der Justizverwaltung auf und wird Hof- und Regierungsrat. Er heiratet die Geheimratstochter Luise von Pfeil. Sie stirbt schon ein Jahr später bei der Geburt der gemeinsamen Tochter Luise. Seine pflichtbewusste Arbeitsweise beschert Soden eine Entsendung als zweiter Gesandter des Markgrafentums Ansbach beim Fränkischen Reichskreis. Schon bald löst er den ersten Gesandten ab und übernimmt auch dessen Aufgaben. Er heiratet seine zweite Frau, Juliane Schilling von Cannstatt,
und aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor. Karl, geboren 1783, und Juliane Franziska, geboren 1784. Der Mangel an adeliger Herkunft und ein damit einhergehender Minderwertigkeitskomplex bewegen Soden dazu, 1784 das Rittergut Sassanfath im Ritterkanton Steigerwald für einen Preis von 54.400 Gulden zu erwerben. Damit kann er sich quasi in den Reichsritterstand einkaufen, in den er dann 1791 auch erhoben wird. In dieser Zeit entstehen erste staatswissenschaftliche und reichspatriotische Schriften aus seiner Hand. Er verfasst zudem auch zahlreiche literarische Texte. Nach mehreren Anläufen wird Soden dann 1794 mit 40 Jahren aus dem preußischen Staatsdienst entlassen, dem er seit dem Übergang des Markgrafentums Brandenburg-Ansbach an Preußen angehört hatte. Seine Neigung zur Melancholie hat durch Arbeitsüberlastung, Depressionen und, wie wir heute sagen würden, ein Burnout hervorgerufen, und er zieht sich in sein selbst sogenanntes Elysium auf Schloss Sassanfath zurück. Die Auflösung des Alten Reichs macht die Reichsritter obsolet. Soden ist nun Untertan des Kurfürsten und ab 1806 des Königs von Bayern und kein eigenständiger Territorialherr mehr. Seine stets reichspatriotische Gesinnung bekommt damit einen ziemlich herben Schlag. 1810 verlässt Soden Sassanfath, zieht zunächst nach Bamberg, danach nach Erlangen und Nürnberg. Neben dem sozialromantischen Siedlungsprojekt Sassanfath war auch sein Theaterunternehmen in Bamberg gescheitert. 1825 bis 28 wird Soden dann für 3 Jahre Mitglied des Bayerischen Landtags. Julius von Soden stirbt in Nürnberg am 13. Juli 1831, früh um 4 Uhr im Alter von 78 Jahren an Altersschwäche. Betrachten wir die Person des Reichsgrafen Soden mal genauer. Peter Hanke, sein Biograf, charakterisiert Soden in der 1988 erschienenen Biografie so, ich zitiere: Das Leben des Julius von Soden stand unter keinem glücklichen Stern. Er wird freier Reichsritter zu einer Zeit, als das politische Ende der reichsfreien Ritterschaft droht. Auf seinen Gütern verfolgt er philanthropische Ziele mit verheerenden Folgen für seine Untertanen und einem misanthropischen Ende. Er verfasst politische und philosophische Schriften im Geist der Aufklärung, doch mit apologetischer Absicht. In seiner Literatur sublimiert der fürstliche Beamte persönliche Konflikte im Zeichen empfindsamer Gefühlskultur. Als preußischer Gesandter steht er im Dienste des politischen Gegners. Um Öffentlichkeit bemühte Theaterunternehmungen und Projektemacherei haben ihren Gegenpol in Menschenscheue und Melancholie. In seiner Eigenschaft als Abgeordneter der Ständeversammlungen kämpfen liberale Ambitionen und geburtsständisches Interesse. Zitat Ende. Wir haben es bei Julius von Soden also mit einer höchst ambivalenten Figur zu tun, die an einer politischen und geistesgeschichtlichen Zeitenwende versucht hat, einen eigenen Anspruch und gesellschaftliche Wirklichkeit miteinander zu vereinen. Im Weiteren nennt Hanke Soden einen jener universalen Dilettanten, die das 18. Jahrhundert so zahlreich hervorbrachte. Und diese Formulierung, universaler Dilettant, bringt das Wesen gut auf den Punkt, denn er hat rund 130 Schriften hinterlassen, wobei hier Dramen, Opern und Lustspiele genauso zu nennen sind wie philosophische, politische und nationalökonomische Schriften, teilweise in vielbändigen Werken. Ein Mensch also, der sich mit vielen Dingen beschäftigt und sich für vieles interessiert, also ein Dilettant im eigentlichen Wortsinn. Die Ligere heißt lieben, also jemand, der die Dinge liebt und sich darin versucht. Julius von Soden ist ein geistiges Kind seiner Zeit. Wir bringen uns mal kurz die Geisteshaltung am Ende des 18. Jahrhunderts in Erinnerung. Es ist die Zeit der Aufklärung, in der die Philosophen über das Erwachen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Kant es formuliert, sprechen und selbstständiges Leben und Denken propagieren. Bis dato waren Religion und gesellschaftlicher Stand die Leitlinien menschlichen Daseins gewesen.
Am Ende des 18. Jahrhunderts lösen sich hier die gedachten Grenzen zwischen den Ständen und die bedingungslose Unterordnung unter die Glaubensdogmen auf. Die führenden Denker wie Kant, Voltaire oder Rousseau fordern dazu auf, selbstbestimmt zu handeln und zu denken. Vernunft ist das oberste Gebot. Und Kant fordert auf, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sapere aude, also der Kernsatz der Aufklärung. Die allgemeine Auffassung war, Vernunft und Verstand würden über kurz oder lang helfen, die Menschen aus Unterdrückung und Armut zu befreien. Also das ist ja ein Ansinnen, das die letzten fast 300 Jahre auch nicht wirklich funktioniert hat. Toleranz in gesellschaftlichen und religiösen Fragen war eine wichtige Forderung. Das Einreißen gesellschaftlicher Standesgrenzen und der Wunsch nach einer Reform der Herrschaftsstrukturen führten in Frankreich zur Revolution, später dann zur Auflösung des Alten Reiches und in Bayern zur Säkularisation. In der Literatur führte die Überbetonung der Vernunft zu einer Gegenreaktion, nämlich der Empfindsamkeit. In den Romanen dieser Zeit überwiegen Gefühl, Empfindung und Leiden. Und später sollte dieses herausgehobene Gefühlsleben dann die Romantiker prägen. Leidenschaft und Betonung des empfindenden Menschen sind die Themen des Sturm und Drang. Allen voran Johann Wolfgang von Goethe mit den Leiden des jungen Werther oder Friedrich Schiller. Und in diese Geisteshaltung wächst Soden hinein, der sich ja schon in jungen Jahren nicht nur mit Literatur und Drama beschäftigt, sondern es auch selbst in großer Menge produziert. Julius von Soden, der sich 1784 das Dorf Sassanfarth südlich von Bamberg kauft, um damit in den Stand der Reichsritter aufgenommen zu werden, versucht in seinem Territorium die geistig-moralischen Prinzipien seiner Zeit und seines Standes umzusetzen. Sie sehen hier die Urkatasteraufnahme etwa 1850 von Sassanfarth, also ein Straßendorf. Sie sehen ganz rechts unten im Eck die Anlage des Schlosses, wie es ja bis heute in dieser Umfriedung auch steht. Sie sehen eine Menge kleiner Grundstücke an den Straßen. Das ist eben das, was Sassanfarth prägt und wie Soden Sassanfarth auch ausgebaut hat. Also wir sind hier in einem eigenständigen Territorium innerhalb des Hochstifts Bamberg. Die geistige Grenze zwischen Sassanfarth und Hirscheid ist ja in der Bevölkerung bis heute noch nicht ganz eingerissen, aber es war tatsächlich Ausland zu dieser Zeit, zu dem Soden dann auch als evangelischer Grundherr dann mitten im katholischen Hochstift hier sein eigenes reichsritterschaftliches Territorium hatte. Soden erlaubt und fördert die Ansiedlung von unterprivilegierten Zuzugswilligen, die an anderen Orten aufgrund der herrschenden Gesetzmäßigkeiten keine Möglichkeit zur Sesshaftmachung oder gar zur Gründung einer Familie gehabt hätten, denn das war an den Nachweis von eigenem Besitz gebunden. Soden legte, wie viele andere ritterschaftliche Territorialherren aufgrund ihrer Privilegien auch, keine Voraussetzungen an die Ansiedlung in Sassanfarth. Und damit zieht er vor allem jene in sein Herrschaftsgebiet, die anderswo keine Chance auf ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben haben, und sie kommen in Scharen. Bis um das Jahr 1800 steigt die Einwohnerschaft von Sassanfarth sprunghaft an, und bald entstehen über 90 kleine Häuschen, sogenannte Tropfhäuser, von rund 30 Quadratmetern Wohnfläche, deren Bau und Finanzierung Soden mit eigenen Gewinnabsichten unterstützt. Sie sehen hier eine Fotografie aus der Frühphase des 20. Jahrhunderts eines solchen Doppeltropfhauses. Also Sie sehen die Tür in der Mitte, da geht es links in die eine Wohnung, rechts in die andere. Tropfhaus, viele von Ihnen wissen es sicher, für die anderen nur zur Erklärung. Das Grundstück eines Tropfhauses endet dort, wo bei Regen das Wasser vom Dach tropft. Das stellen Sie sich jetzt mal bei dieser Dachkante vor. Natürlich hier die Regenrinne und der Garten außenrum, man darf das alles nicht so tausendprozentig sehen. Aber was diese Häuser ausgemacht hat, ist, dass da rundherum kein Land war, das man in irgendeiner Form bewirtschaften konnte. Die große Fehleinschätzung in Sodens Siedlungspolitik ist der Lebensunterhalt seiner neuen Untertanen. Er selbst bietet kaum Arbeitsmöglichkeiten, verfügt nur über wenig Landwirtschaft und ist natürlich auch viel zu sehr mit seinen eigenen Karriereplänen, seiner wankelmütigen Psyche und seinem selbstgewählten literarischen Elysium im Sassanfarther Schlösschen beschäftigt,
um sich mit den leidigen Existenzfragen der Menschen in seinem Dorf abzugeben. Und so stranden also hunderte Neusiedler in einem Teufelskreis aus grundlegender Armut, fehlenden Erwerbsmöglichkeiten und Kredit- und Zinsschulden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird Sassanfar zu einem Zentrum des Elends und zu einem der ärmsten Dörfer des jungen Königreichs Bayern. Bei Julius von Soden mag sicherlich das Pöblierungsprivileg, also das Ansiedlungsprivileg des Reichsritters, mit einer starken philanthropischen, also menschenfreundlichen Neigung einhergegangen sein. Als Kind seiner Zeit, über die geistigen Strömungen der Aufklärung habe ich ja gerade schon gesprochen, liegt ihm das Wohl der Menschen am Herzen. Die Möglichkeit, den Heimat- und Besitzlosen eine Bleibe zu bieten, ist für ihn sicherlich ein ganz massiver Beweggrund. Er träumt wohl auch davon, diese Neubürger als wohlmeinender Landesvater zu selbstbestimmten Staatsbürgern zu erziehen. Alles in allem steht Sassanfar heute für ein sozialromantisches Experiment. Und davon zeugt beispielsweise auch sein Bemühen, eine solide Schulversorgung zu gewährleisten. Als Soden das Dorf Sassanfar erwirbt, gehen die wenigen Kinder nach Säusling zur Schule, ein anstrengender Fußweg von etwa 3 Kilometern, vor allem im Winter äußerst unerfreulich. Und schon von Anfang an bemüht sich Soden, auf die Schulsituation positiv einzuwirken. Das war offenbar auch nötig, denn Soden lässt sich auch davon unterrichten, wie viele Sassanfar-Kinder dem Schulunterricht fernbleiben. Zeitweise werden wohl gar die Namen der Schulschwänzer in der Säuslinger Kirche von der Kanzel herunter verkündet. Auf einem Verkündzettel, der 1797 vom sodenschen Amtmann Wolf an den Pfarrer übergeben wird, sind die Namen von insgesamt 60 Kindern verzeichnet. 46 aus Sassanfar und 14 aus dem direkt benachbarten Köttmannsdorf, die die Schule also unregelmäßig oder gar nicht besuchen. Der beschwerliche Weg nach Säusling sowie die beengten räumlichen Verhältnisse in der dortigen Schule veranlassen Julius von Soden, sich um eine eigene Schule in Sassanfar zu bemühen. Zudem war es Soden als literarisch gebildeten Menschen nicht nachvollziehbar, dass unter seinen Untertanen kaum einer war, der lesen und schreiben konnte. Soden finanziert also gemeinsam mit den Söldengutsbesitzern ein eigenes Schulhaus, das 1794 fertiggestellt wurde. Ab diesem Zeitpunkt etabliert sich Sassanfar also auch als Schulstandort. Wir sehen, dass Soden am geistigen Wohl seiner Untertanen stark interessiert ist und bereits die Kleinsten in sein philanthropisches Weltbild passen sollten. Unterstrichen wird seine Absicht mit einer Gebotssammlung für die Schüler, dem, Zitat, christlichen Sittentäfelchen meiner lieben Schuljugend gewidmet, das er 1797 verfasst. Als zweites Gebot heißt es hier, wir sollen alle Menschen lieben. Und sicherlich hat Soden dieses Gebot auch für sich selbst als Landesherr reklamiert. Erst einmal genug von Soden. Hier ein kurzer Blick auf diesen ihm quasi diametral gegenüberstehenden Menschen, Ernst Theodor Wilhelm, später Amadeus Hoffmann. Er wird am 24. Januar 1776 als jüngstes von 3 Kindern des Hofgerichtsadvokaten Christoph Ludwig Hoffmann und seiner Frau Lovisa Albertina Dörfer in Königsberg geboren. Nach der Trennung der Eltern 1778 bleibt Hoffmann bei seiner Mutter. Er beginnt 1793 aus familiärer Tradition ein Studium der Rechtswissenschaften in Königsberg. Gleichzeitig schreibt, malt und musiziert er auch. Nach dem bestandenen 2. Staatsexamen geht Hoffmann als Referendar nach Berlin und verlobt sich mit seiner Cousine Minna Dörfer. Er gerät in Kontakt mit dem Protagonisten der Romantik und verfasst erste unveröffentlichte Romane. Im Jahr 1800 wird Hoffmann als Gerichtsassessor nach Posen versetzt und lernt dort seine spätere Ehefrau Marianne Thekla Michalina Rohrer, Mischa, wie er sie nennt, kennen, für die er dann auch seine Verlobung mit seiner Cousine löst. Das Paar heiratet 1802. In Posen werden auch erste Kompositionen Hoffmanns aufgeführt. Und nach einem Zwischenspiel in Płock kommt Hoffmann 1804 nach Warschau, wo er weiterhin komponiert und aus Verehrung für Mozart seinen dritten Vornamen Wilhelm durch Amadeus ersetzt.
Nach dem Einmarsch der Franzosen in Warschau geht er 1806 zurück nach Posen, dann nach Berlin. 1808 beschließt Hoffmann, den Rechtswissenschaften den Rücken zu kehren und sich ganz der Musik zu widmen. Und das bringt ihn, wen wundert's, in finanzielle Nöte. Auf eine Stellenanzeige hin wird er von Julius von Soden am Bamberger Theater als Kapellmeister engagiert. Dort ist er aber weder beruflich noch privat besonders erfolgreich, weswegen er die Stadt schon 1813 wieder verlässt. Seine Ernennung zum Kammergerichtsrat im Jahr 1816 macht Hoffmann zwar finanziell unabhängiger, aber die Kunst sollte dennoch sein eigentliches Interessensgebiet bleiben. Literarische Erfolge stellen sich dann auch in dieser Zeit ein. Wegen seiner satirischen Schriften und Karikaturen gerät Hoffmann unter Beschuss. Ein Disziplinarverfahren wird eingeleitet und sein seit Jahren angeschlagener Gesundheitszustand verschlechtert sich. Sein Tod durch Atemlähmung am Vormittag des 25. Juni 1822 kommt dann weiteren juristischen Maßnahmen zuvor. Wir sehen also, dass beide Männer, über die wir heute sprechen, Soden und Hoffmann, Literatur produzieren und unter die Leserschaft brachten. Dennoch unterscheiden sich beide in ihrer Herangehensweise an ihre Stoffe und in den Sujets. Julius von Soden versucht sich von Jugend an als Autor in den unterschiedlichsten Themenfeldern. Sein erstes Werk, ein Opernlibretto mit dem Titel Lindor und Ismene, verfasst er als 16-Jähriger in Ansbach. In seiner letzten Veröffentlichung beschäftigt er sich kurz vor seinem Tod mit der Todesstrafe. Dazwischen entstehen Dramen, Schauspiele, Opernlibretti und Schriften zu wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen Themen. Obwohl Soden bereits als Jugendlicher schriftstellerisch tätig war, beginnt sein eigentliches literarisches Werk erst nach dem Tod seiner ersten Frau und in den Anfangsjahren seiner zweiten Ehe. In seinen Romanen und Schauspielen finden sich oft Bezüge zu seinem Privatleben und vor allem das Liebesleben seiner Protagonisten spiegelt häufig die Gemütslage des Autors wider. Da er beruflich in seiner Funktion als Hofbeamter und Gesandter sehr eingespannt ist, hat er nur in den Mußestunden Zeit zum Schreiben. In der Zeit des Übergangs der Markgrafentümer an Preußen ist Soden dann vor allem mit dramatischen Stoffen beschäftigt. Mit seinem Eintritt in preußische Dienste orientiert er sich hier etwas um und verfasst überwiegend juristische und staatstheoretische Schriften. 1792 beispielsweise erscheint in Frankfurt sein zweibändiges Werk zum Geist der peinlichen Gesetzgebung Deutschlands. Hier äußert er sich deutlich aufklärerisch zu den seit dem 16. Jahrhundert geltenden Gesetzen, die auf einem christlichen Weltbild fußen und einem theologischen Strafrechtsbild der Vergeltung folgen. Soden plädiert für eine vernunftgemäßigte Beurteilung und sieht das Strafrecht als Mittel zum Schutz und der Sicherung von Gesellschaft und Staat. Auch eine nach weltlichen Gesichtspunkten wirkende Verfolgung von Religionsunsittlichkeitsverbrechen ist eine seiner Forderungen. Dazu äußert er sich zu uns heute in der Gesetzgebung selbstverständlich erscheinenden Vorsorgemaßnahmen. Er folgert zum Beispiel, ich zitiere, der Endzweck der peinlichen Gesetzgebung überhaupt ist die Verhütung von Verbrechen. Strafen sind nur eines der Mittel zu diesem Endzweck. Also es geht ihm darum, prophylaktisch zu wirken, vorsorgehalber schon einmal die Gesetzgebung zu orientieren und Strafen dann tatsächlich weniger wie in der mittelalterlichen Rechtsprechung als Abschreckung zu nutzen, sondern wirklich nur erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Als Soden im Juni 1794 auf eigenen Wunsch aus dem preußischen Staatsdienst entlassen wird, leidet er unter den, ich nenne sie mal, gängigen Symptomen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Depressionen, empfindsame Melancholie und die Sehnsucht nach Einsamkeit und Weltvergessenheit auf dem Land. In den folgenden Jahren zieht er sich komplett auf sein Gut in Sassanfat zurück und richtet sich dort sein persönliches Elysium ein. Der Garten rund um das Schlösschen, den gestaltet er nach modischen antiken Vorbildern mit Tempelchen, hohen Pappeln und einem steinernen Monument in Form einer Pyramide, auch als Denkmal für seine erste Frau Luise.
In dieser Zeit entsteht sein schriftstellerisches Hauptwerk mit erzählerischen und dramatischen Werken. Darunter finden sich erstaunlicherweise Possen und Lustspiele genauso wie historische Dramen und sogar eine Bearbeitung des Fauststoffes. Seine Stücke werden gelegentlich aufgeführt, so beispielsweise das Schauspiel Inés de Castro aus dem Jahr 1784, das in Wien 23 Mal zu sehen ist und auch vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. Nach dessen Thronbesteigung in Berlin bestellt wurde. Soden ist freundschaftlich mit dem Schauspieler und Dramatiker August Iffland verbunden und hält Briefkontakt mit August von Kotzebue. Neben fiktionaler Literatur verfasst Soden auch philosophische, politische und staatstheoretische Schriften. Am Ende seines Lebens sind es, wie schon erwähnt, rund 130 Schriften jeglicher Art, vom Opernlibretto bis zum juristischen Handbuch. Sein Hauptwerk, die neunbändige Nationalökonomie, ist eine direkte Antwort auf das bekannte Werk Wealth of Nations des schottischen Ökonomen Adam Smith. Beide fußen auf der wirtschaftswissenschaftlichen Beschäftigung mit den Folgen der Aufklärung und der industriellen Revolution. E.T.A. Hoffmann gehört zu den größten Geistern der deutschen Literaturgeschichte. Sein Werk umfasst Romane, Erzählungen und Schauspiele. Seine Texte sind auf deutschen und internationalen Bühnen zu finden. Seine Erzählungen sind Standardwerke im Schulunterricht. Und kaum jemand, der noch nie in Berührung mit Hoffmanns Literatur gekommen ist. Klassiker wie Der Sandmann, Das Fräulein von Scudery oder Die Elixiere des Teufels haben sich in der Literaturgeschichte einen festen Platz erobert. Und wenn man sie nur quasi aus zweiter Hand als Operngänger durch Hoffmanns Erzählungen kennt. Dem Zeitgeschmack des frühen 19. Jahrhunderts entsprechend beschäftigt er sich in seinen Texten oft mit unheimlichen, schauerlichen oder fantastischen Begebenheiten. Hier dient er auch als Inspiration für Edgar Allan Poe oder George Sand. Die Sujets Mensch-Maschine oder eigenständige Automaten, die sich der Kontrolle des Menschen entziehen, sind ein Zugeständnis an die Skepsis des Publikums gegenüber den technischen Errungenschaften der industriellen Revolution. Erinnert sei hier nur an den Studenten Nathanael im Sandmann, der sich unsterblich in die mechanische Puppe Olympia verliebt und nach dieser Erkenntnis, dass sie eben nur eine Puppe ist, dem Wahnsinn verfällt. Der Kampf zwischen Gut und Böse geht bei Hoffmann nicht selten zugunsten des Bösen aus. Aber das Schreiben ist nicht Hoffmanns einziges Talent. Trotzdem er eine juristische Ausbildung und Laufbahn absolviert hat und auch immer wieder im juristischen Staatsdienst zum Broterwerb arbeitet, bleibt er der Kunst sein Leben lang treu. Er ist ein begabter Zeichner und ein aufmerksamer Karikaturist seiner Zeitumstände, was ihm oftmals Schwierigkeiten einbringt. Hier nur beispielhaft ein Selbstporträt, das er von sich geschaffen hat, das mit einer Legende versehen ist, die äußerst pointiert so ein wissenschaftliches Schaubild nachstellt. Also es ist die Nase genauso beschrieben wie das Halstuch und der Kragen, aber mit sehr viel Selbstironie beschreibt er auch die übrigen Teile seines Körpers und seines Gesichts. Also das ist schon ein Hinweis darauf, wie sehr er auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen gewissermaßen spielt in seiner Kunst und in diesen Karikaturen. Was Hoffmann aber persönlich am nächsten liegt, ist die Musik. Er komponiert Opern, Instrumental- und Gesangsstücke. Die Änderung seines dritten Namens Wilhelm in Amadeus ist eine Hommage an Mozart. Dass er nach Bamberg als Kapellmeister geholt wird, entspricht zwar seinen Neigungen, ist aber nicht von Erfolg gekrönt und sein großes musikalisches Vorbild erreicht er nie. Was diese beiden Männer verbindet, die sich also beide der Juristerei und der Literatur verschrieben haben, aber dennoch so unterschiedliche Charaktere aufweisen, ist die gemeinsame Arbeit an den frühen Theaterbestrebungen in Bamberg. Doch beider gemeinsame Epoche hat eine Vorgeschichte. Bis weit ins 18. Jahrhundert hatte das Bamberger Theaterleben darin bestanden, dass Wandertruppen in unregelmäßigen Abständen in die Stadt kamen,
und in Holzbuden oder Gaststätten derbe Schauspiele darboten. Anspruchsvollere Bühnenkunst gab es nur für einen ausgewählten Personenkreis im fürstbischöflichen Hoftheater von Schloss Seehof, wo überwiegend italienische Opern aufgeführt wurden. Unter Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal wurde dann das Hoftheater zugunsten der Bekämpfung von Not und Armut abgeschafft. Also Erthal war der Meinung, das Geld, das man fürs Theater ausgibt, das kann man auch besser an die Bedürftigen geben. Ist ja auch eine verständliche Haltung. Für den Adel und das aufgeklärte Bürgertum, das in der Epoche der Aufklärung das literarische Theater und seine Protagonisten wie Lessing, Schiller und Lenz kennenlernt, ist aber der Mangel an Bühnen in Bamberg ein untragbarer Zustand. Als sich am Ende des 18. Jahrhunderts ein Kreis von gebildeten Honoratioren um den fürstbischöflichen Leibarzt Adalbert Friedrich Markus versammelt, ist noch nicht absehbar, dass ihre Unternehmungen auch noch über 200 Jahre später das kulturelle Klima der Stadt Bamberg prägen würden. Die 1791 gegründete Gesellschaft der Honoratioren, die sich 1804 in Gesellschaft Harmonie umbenennt, legt den Grundstein für ein ständiges und für ein professionelles Theater. Bislang war die Gesellschaft der Honoratioren eher ein Freundeskreis, der so gemeinsam einen Strauß an bildungsbürgerlichen Unternehmungen wie Ausflügen, Bällen oder eben auch Theaterstücken organisiert hat. Karin Dengler-Schreiber hat in ihrer Jubiläumsschrift zum 200-jährigen Bestehen des Bamberger Theaters im Jahr 2003 einen Rückblick auf diese Anfangszeit geworfen. Das Liebhabertheater der Gesellschaft der Honoratioren wird von Markus selbst organisiert und eine Reihe von Mitgliedern übt sich selbst im Laientheater. Bald interessiert sich auch die Bamberger Stadtgesellschaft für die wohl recht gelungenen Aufführungen der autodidaktischen Theatertruppe und wünscht mehr Öffentlichkeit für die Schauspiele und Dramen. Mit Dr. Daniel Gottlieb Quandt verfügt man über den Inhaber eines Theaterprivilegs aus fürstbischöflicher Hand und Quandt stößt kurz vor der Jahrhundertwende in die Marktlücke der Professionalisierung des Theaterbetriebes. Also es kommt jetzt jemand, der diese bisher eher aus Interesse und Leidenschaft geführten Produktionen tatsächlich professionell in die Hand nimmt. Doch mangelndes Geld und unzureichende Räumlichkeiten erschweren seine Bestrebungen von Beginn an. Nach den Koalitionskriegen, die Bamberg arg in Mitleidenschaft ziehen, versucht Quandt, gemeinsam mit den Herren der Harmoniegesellschaft ein öffentliches Theater aufzuziehen. Ein passender Spielort ist schwierig zu finden und daher wendet sich Quandt an Julius von Soden, der sich anfangs noch ein bisschen ziert, den Bamberger Honoratioren finanziell und ideell zur Seite zu stehen. Also er sitzt da in seinem Elysium in Sassanfahrt, er ist sozusagen frisch im Stadium des Privatiers und widmet sich seinen literarischen Interessen. Aber was er hat, ist Geld. Es ist nie so ganz klar geworden, woher seine finanziellen Mittel kommen, aber nachdem er ja auch wirtschaftswissenschaftlich gut unterwegs war, wird er schon seine Möglichkeiten gehabt haben, sein Einkommen zu mehren. Er stammte ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, aus diesen kleinadligen Verhältnissen und sein Bestreben war es immer, im Konzert der Großen mitzuspielen. Und da wird er sicherlich auch entsprechend gewirtschaftet haben, um sich das auch leisten zu können. Soden ist den Bambergern bis dahin als Verfasser zahlreicher Dramen und Schauspiele bekannt und er verfügt eben über die finanziellen Mittel, das Bamberger Theater zu retten oder überhaupt erstmal in Fahrwasser zu bringen. Am Zinkenwörth, dem heutigen Schillerplatz, erwirbt er über einen Strohmann ein Anwesen, das bereits von der Gesellschaft der Honoration genutzt wird und baut es um. Sie sehen es hier, Sie haben es alle vor Augen. Der Strohmann Gérard Gley war notwendig, weil Soden sich als Angehöriger des Reichsadels nicht in bürgerliche Besitzverhältnisse begeben durften. Beide zusammen betrieben wohl zudem auch eine Weinhandlung, die sich aber, wie es Hanke in der Soden-Biografie schreibt, wegen mangelnder Geschäftskenntnis der beiden Unternehmer nur bis 1804 halten konnte.
Einen Teil der Räume im Gesellschaftshaus vermietet Soden an Anna Maria Kauer, genannt Nanette Kauer, die darin eine Gastwirtschaft einrichtet. Am 3. Oktober 1802 wird die hochfürstlich privilegierte Schaubühne zu Bamberg mit Sodens Drama Bianca Capello eröffnet. Ziemlich bald aber überwerfen sich Soden und Quandt, weil sich wohl Soden massiv in die Theaterleitung und in die Programmgestaltung einmischt. Also da muss es ganz schön gekracht haben zwischen diesen beiden Herren, weil ja Quandt als Theaterfachmann schon davon ausgegangen ist, dass er den Laden jetzt schmeißt. Und dann kommt ein literarisch ambitionierter Geldgeber, der also bei der Programmgestaltung und bei der grundsätzlichen Handhabung des Theaters mehr als nur ein Wort mitreden möchte. Quandt verlässt Bamberg entnervt noch 1802 und überlässt Soden das fürstbischöfliche Theaterprivileg und die Leitung des Hauses. Das Bamberger Publikum macht Soden aber durch seiner Meinung nach unberechtigte Kritik schwer zu schaffen, sodass er nach Würzburg flieht und sich auch dort um die Errichtung eines Theaters bemüht. Im Jahr 1805 übergibt Soden beide Theater an eine Frau Vanini, da er nicht den Rückhalt in den beiden Städten findet, den er sich erhofft hatte. Zurückgezogen in seinem privaten Elysium Sassanfath verfasst er eine Erklärungsschrift, in der er so in einer etwas weinerlichen Diktion ganz im Stile der empfindsamen Literatur mit den Anfeindungen abrechnet. In dieser Schrift mit dem schönen spätbarocken Titel an das Publikum, insbesondere das der kurpfalz-bayerischen Fürstentümer in Franken über die Theaterunternehmungen zu Bamberg und Würzburg von Julius Graf von Soden aus dem Jahr 1804, holt er gewissermaßen zum Gegenschlag aus und äußert seine Meinung über Quandt in deutlichen Worten. Ich zitiere: Es galt die Rettung so vieler braver Künstler, so vieler gutmütiger Gläubiger, die Herr Quandt aus Mangel an Unterstützung in sein Missgeschick verwickeln musste. Es galt die Frage, ob der edle und gebildete Teil des Bamberger Publikums, dem das Theater Bedürfnis geworden war, dessen nach einem solchen Schicksale der ersten Unternehmung auf immer beraubt, ob zugleich dem übrigen Teile des Publikums, das der wohltätigen Wirkung eines gesitteten Theaters auf geistliche und sittliche Kultur so sehr bedurfte, dieses Bildungsmittel auf immer entzogen werden sollte. Zitat Ende. Hier geht es also nicht nur um eine deutliche Position gegenüber Quandt, sondern vor allem kommt hier auch das Verständnis Sodens zum Theater zum Ausdruck. Theater ist für Julius von Soden ein Instrument der Bildung. Unterhaltung oder gar Spaß kommen in seiner Gedankenwelt nur sehr nachrangig vor. Kein Wunder also, dass er auch auf Kritik empfindlich reagiert. Ein weiteres Zitat: Der öffentliche Lohn eines großen Aufwandes, meiner bedeutenden Aufopferungen war, dass dieses Schauspielhaus, seine Lage und Einrichtung, der Gegenstand eines öffentlichen, oft eines sehr lieblosen Tadels wurde. Zitat Ende. Ich fürchte, das ist eine Empfindung, die viele Menschen, die in irgendeiner Form auf der Bühne stehen oder in der Öffentlichkeit immer wieder erfahren, dass sie Gegenstand eines öffentlichen und oft sehr lieblosen Tadels werden. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Mittlerweile hatte sich durch den Zerfall des Alten Reiches und die Errichtung des Königreichs Bayern im Jahr 1806 die politische Situation massiv geändert. Fürstbischöfliche Privilegien gibt es nicht mehr. Und als Theaterinhaberin Vanini Konkurs macht, wird Soden von offizieller Seite aufgefordert, den Theaterbetrieb mit einem nun königlichen Privileg wieder aufzunehmen. Er tut das, bis 1808 die bisherige Theaterwirtin Nanette Kauer das gesamte Areal aufkauft und umbauen lässt. Und jetzt entsteht der Gebäudekomplex, der bis heute die Heimstatt des Bamberger Theaters und des Gesellschaftshauses mit den Harmoniesälen ist am heutigen Schillerplatz. Das neue Theater wird nach 6 Monaten Bauzeit am 12. Oktober 1808 glanzvoll eröffnet. Kurz davor, am 1. September, war in Bamberg ein Mann angekommen, der in der Stadt tiefe Spuren hinterlassen sollte, der heute bereits beschriebene E.T.A. Hoffmann.
Er hatte zuvor im Reichsanzeiger eine Anzeige aufgegeben, in der sich der ausgebildete Jurist etwas großspurig als Dirigent angepriesen hatte. Soden engagiert ihn darauf als Musikdirektor, obwohl in Bamberg mit Anton Dittmeier eigentlich ein versierter Dirigent und Geiger vorhanden war. In der folgenschweren Anzeige ist zu lesen, ich lese sie mal vor, jemand, der in dem theoretischen und praktischen Teil der Musik vollkommen unterrichtet ist, selbst für das Theater bedeutende Kompositionen geliefert und einer bedeutenden musikalischen Anstalt als Direktor mit Beifall vorgestanden hat, wünscht als Musikdirektor bei einem womöglich stehenden Theater unterzukommen. Außer den genannten Kenntnissen ist er mit dem Theaterwesen und seinen Erfordernissen vollständig vertraut, versteht sich auf die Anordnung der Dekorationen und des Kostüms, ist außer der deutschen auch der französischen und italienischen Sprache gewachsen. Sollte der Unternehmer irgendeines Theaters eines solchen Subjekts benötigt sein, so bittet man ihn, sich in postfreien Brief an folgende Adresse zu wenden, wo er die näheren Bedingungen, welche auf jeden Fall billig sein werden, erfahren kann. Das ist die genannte Anzeige. Als Soden das Engagement Hoffmanns in Erwägung zieht, schickt er ihm 2 selbstverfasste Libretti nach Berlin mit dem Auftrag, eines von beiden zu vertonen. Hoffmann entscheidet sich für den Trank der Unsterblichkeit, dessen Text der Erzählung The History of Nourjahad der irischen Autorin Frances Sheridan aus dem Jahr 1767 folgt. Er schreibt die Partitur innerhalb von 36 Tagen vom 23. Januar bis zum 27. Februar 1808. Und nach dieser Bewerbungsschrift wird Hoffmann von Soden engagiert und nach Bamberg geholt. Für Hoffmann ist dies die erste Vertonung, bei der er ein vorgefertigtes Libretto bearbeitet. Da es natürlich nicht in allen Teilen seinen Vorstellungen entspricht, er hat es ja nicht selber geschrieben, muss er bei der Komposition gewisse Kompromisse eingehen. Zur Aufführung dieser Oper kommt es allerdings nicht. Hoffmann schrieb selbst, dass Stücke, die Soden schrieb, in Bamberg, Zitat, höchst verhasst seien. Die Oper entspricht in ihrer märchenhaften, im Orient angesiedelten Handlung dem Zeitgeist. Denn dieses Setting im Orient ermöglicht es, aufklärerische Gesellschaftskritik im Gewand einer exotischen Szenerie zu üben. Ein paar Worte zum Inhalt dieser Oper. Namarant, der Sohn des wohlhabenden Nourjahad, ist auf der Suche nach der Unsterblichkeit und begibt sich zu einem Einsiedler, der ihm rät, eine Priesterversammlung aufzusuchen. Den Hinweis, dass nur die Tugend unsterblich sei, versteht Namarant nicht und geht in seinem Streben nach Unsterblichkeit so weit, das Angebot des Schahs Schemsaddin auszuschlagen, der ihn zum Großvezier ernennen will. Ja, Namarant, Sie sehen ihn hier, ist selbstverständlich Tenor, das muss in einer solchen Szenerie so sein. Daraufhin wird Namarants Lieblingsfrau Mirza in den Serai des Schahs entführt. Während Namarant noch in Trauer verharrt, erscheint ihm ein Genius, der ihm scheinbar den heiß ersehnten Trank der Unsterblichkeit präsentiert. Namarant versinkt in Schlaf und hat eine Vision von einer Zukunft, in der alle Menschen, die ihm lieb und teuer sind, gestorben oder gealtert sind und in der nur er sich nicht verändert hat. Des Weiteren ist sein Traum vom ewigen Reichtum, der mit dem ewigen Leben jetzt einhergehen sollte, zerplatzt, da der neue Schah ihn als Bedrohung für das System betrachtet und ihn deshalb inhaftieren lässt. Voller Schrecken erwacht Namarant aus diesem Albtraum, erkennt, dass sein Streben nach Unsterblichkeit falsch war und ist bereit, sich mit den Geschenken der Gegenwart abzufinden. So nimmt er das Angebot des Schahs an, wird Großvezier und erhält Mirza zurück. 1808 entstand diese Oper. Und erst im Jahr 2012 wurde der Trank der Unsterblichkeit am Theater in Erfurt uraufgeführt, 204 Jahre nach seiner Entstehung. Bei der Uraufführung allerdings bemängelte die Kritik die holzschnitthaften Charaktere und das von Floskeln überhäufte Libretto. Die Musik Hoffmanns wurde als zu wenig eigenständig gegenüber dem großen Vorbild Mozart betrachtet. In einer Kritik der Kulturredaktion des Deutschlandfunks ist beispielsweise zu lesen, ich zitiere,
Mit ihrer richtungslosen Erzählweise, der schieren Länge der Dialoge und der mangelnden literarischen Qualität sind die deutschen Opern des frühen 19. Jahrhunderts ohnehin eine Herausforderung für jeden Regisseur. Die Werke von Louis Spohr und Friedrich Heinrich Himmel, von Heinrich Marschner und eben auch E.T.H. Hoffmann schauen uns durch die zwei Jahrhunderte recht unverwandt an und wir schauen ebenso unverwandt zurück, weil uns diese Erzählweise extrem ferngerückt ist. Der Trank der Unsterblichkeit ist gewiss keine Ausnahme und bräuchte einen zupackenden Regisseur, der sich auf bestimmte Aspekte konzentriert, dem griffige Bilder gelingen, um die zeitlosen Themen zu betonen und das Fremde als anregend kenntlich zu machen. Stattdessen setzt Regisseur Pachel auf platte Aktualisierung. Und abschließend heißt es in dieser Kritik, diese Oper wird ziemlich sicher ein Fall für E.T.A. Hoffmann-Kongresse oder das Kulturprogramm einer Germanistentagung bleiben. Es ist auch meines Wissens nach keine Aufführung mehr seit 2012 geschehen. Also ich habe jetzt nichts dazu gefunden und es gab wohl auch noch keine Germanistentagung, bei der sie aufgeführt wurde. Ganz Ähnliches ist in der Online-Ausgabe der Deutschen Bühne zu lesen. Zitiere: Diese Unentschiedenheit und Unsicherheit zwischen Ernst nehmen und veralbern macht Pachels Inszenierung über weite Strecken ärgerlich. Aber zu dieser Indifferenz trägt auch die Musik E.T.A. Hoffmanns, der sich selbst wohl eher als Komponistin als Dichter sah, bei. Denn er hat keine Oper durchkomponiert, sondern eine Ouvertüre und 18 weitere Musiknummern geschrieben. Zur Ouvertüre wird auf der Bühne stumm agiert, dann über weite Strecken gesprochen oder besser deklamiert. Währenddessen hat die Musik Pause oder darf nur kleine Akzente setzen. Hat die Musik den Hauptpart, herrscht auf der Bühne Stillstand. Die Sänger-Darsteller müssen ständig zwischen Singen und Deklamieren wechseln. So haben die überzeugend singenden Solisten kaum eine Chance, wirkliche Charaktere zu entwickeln, zu einer Musik, die schon sehr nach Mozart, vor allem nach der Zauberflöte klingt. Also es ist tatsächlich möglich, sich im Internet Tonausschnitte davon anzuhören. Also wenn man sich die Ouvertüre zum Trank der Unsterblichkeit anhört, ist man schon sehr an die Zauberflöten-Ouvertüre auch erinnert. Das Libretto ist in der Staatsbibliothek in Bamberg vorhanden. Das Libretto von Julius von Sohn, lesen Sie sich's mal durch. Es ist jetzt schon sehr pathetisch, natürlich frühes 19. Jahrhundert, aber es wurde in einer anderen Kritik auch als Aneinanderreihung von Kalendersprüchen bezeichnet. Ein Jahr später, im Jahr 1809, entsteht noch eine weitere Gemeinschaftsproduktion, nämlich das musikalische Melodram Dirna. War der Trank der Unsterblichkeit noch eine Abfolge von Dialogen und Gesangsstücken, so findet man in der Dirna gar keinen Gesang mehr, sondern von Musik umrahmte und unterlegte Sprechertexte. Von der Dirna gibt es tatsächlich eine Gesamtaufnahme, die man auch im Internet sich runterladen kann. Es ist schöne, eingängige, gefällige Musik, aber jetzt eben ein Melodram, sprich Musik und Text abwechselnd, keine gesungenen Stücke. Ein drittes geplantes gemeinsames Werk wäre eine Oper mit dem biblischen Sujet des Josef gewesen. Wie weit eventuelle Arbeiten daran gediehen sind, wissen wir nicht. Erwähnt wird dieses Projekt nur in einem Brief, den Hoffmann am 23. April 1808 von Berlin aus nach Sassanfarth an Julius von Soden schreibt und der in der Staatsbibliothek Bamberg erhalten ist. In diesem Brief erläutert Hoffmann seine musikalischen Ideen zu diesem Stoff und macht eine Reihe von Vorschlägen zur Umsetzung. Interessant an der Diktion dieses Briefes ist, dass Hoffmann den Soden tatsächlich als Gesprächspartner in musikalischen und auch in textlichen Fragen auf Augenhöhe sieht. Das macht auch das Verständnis für die Verbindung zwischen diesen beiden hochgebildeten Geistern ganz deutlich. Hoffmann stellt genau dar, welche Vorstellungen er vom Zusammenklang von Text und Musik hat. Er geht bis hin zu Fragen der Instrumentierung und schlägt auch seiner Zeit voraus leitmotivisch anmutende Auftrittsmelodien für Protagonisten vor. Er regt die Übernahme eines an die griechischen Theatertraditionen erinnernden Chores an, der nicht als Ensemble von handelnden Bühnenfiguren auftritt, sondern gewissermaßen als kommentierendes Medium, wie eben in der griechischen Tragödie. Hoffmann schreibt, ich zitiere:
Wie wäre es, wenn man die Idee des Chors der Griechen beibehielte, unsere Musik aber, wie sie jetzt gestiegen ist, auf ihn anwendete? Die Begleiter der Helden, teilnehmend an der Handlung, äußern ihre Bewunderung, ihr Erstaunen, ihren Schmerz, ihr Entsetzen in kräftigen Strophen in den wichtigen Momenten des Stücks, und zwar singen sie diese Strophen ab. Wobei denn aber der Dichter sowohl als Komponist kräftig und kurz sein müsste. Nach beliebter jetziger Form ausgeführte Chöre würden ein Missgriff sein und es würde klingen wie eine Oper, worin die Hauptpersonen wegen Heiserkeit oder sonst ihre Rollen sprechen. Es versteht sich, dass von der inneren poetischen Form und Einrichtung des griechischen Chors nicht die Rede sein könnte, sondern dass die Form der jetzigen Musik angepasst werden müsste und nur allenfalls Strophe und Gegenstrophe beibehalten werden könnten. Auf großen Theatern, wo ein wohl eingesungener Chor von wenigstens 40 Personen zu haben ist, müsste der Chor durchaus keine Instrumentalbegleitung, vielleicht nur Violons haben und so von großer Wirkung sein. Der Chor ist überdem schon als Masse von den Personen des Stücks unterschieden und umso weniger dürfte es auffällig und störend sein, dass nur er singt. Ja, wir sehen also, dass eine weitergehende Zusammenarbeit zwischen Soden und Hoffmann möglicherweise noch Früchte getragen hätte, aber so weit ist es nicht gekommen. Beide haben sich aus Bamberg verabschiedet. Soden und Hoffmann waren ein ungleiches Gespann. Melancholisch und kränklich der eine, zynisch und ambitioniert der andere. Ein geplantes Zusammentreffen beider auf Schloss Sassanfahrt scheiterte an Hoffmanns Finanzen. Er konnte sich weder die Fahrt leisten, noch hatte er angemessene Garderobe für einen Besuch beim Reichsgrafen. Beider gemeinsame Zeit in Bamberg war nur kurz, denn nach weiteren finanziellen Verlusten verließ Soden schon 1810 die Stadt und siedelte nach Erlangen über. Hoffmann, der als Musikdirektor am Theater Schiffbruch erlitt und danach als Dramaturg, Musiklehrer und sogar als Kulissenarbeiter tätig war, nahm 1813 eine Stellung in Dresden an. Erst nach dem Weggang dieser beiden Männer geriet das Bamberger Theater in ruhigeres Fahrwasser. Soden und Hoffmann, ein dilettierender Dichter und ein musikalischer Autodidakt. Beide gingen mit Enthusiasmus und Energie an ihre Zusammenarbeit im Sinne des Bamberger Theaters und ihr gemeinsames Schaffen ist tatsächlich bis heute spürbar in Bamberg und in Sassanfahrt. Vielen Dank fürs Zuhören.